Leute, willkommen zum Show zum Sonntag. Am Sonntagabend um, wie spät haben wir irgendwie keine jetzt Ahnung, so? Wer weiß, irgendwann. Ich weiß nur, was wir zum Uhr haben. Ja. Nein. Wir haben schon lange nicht mehr 14 Uhr. 14 Uhr ist, ja. 14 Uhr schon lang, ist wir long haben den gone. 14. Wir haben den ich 14. Bin durch, ich habe Hunger. Lass das, mich. Das ist das Schöne. Da, weil ich brauche tatsächlich eine ganze zusätzliche Person, um mir das Datum für das Show zum Sonntag zu merken. Das ist. Es ist fucking disgusting. Auf jeden Fall, wir kommen gerade, Keso, Keks und ich, wir kommen vom Tanz der Vampire Theater. Schleichwerbung! Fazit, wie fandst du's? Geil! Die Kostüme waren awesome! Ja, ich habe mich hauptsächlich auf die Kostüme konzentriert. Traglicht, Cosplayer, Probleme. Ich persönlich, ich fand's auch super. Also, das war eine übelst geniale Bühnenshow. Es ist im Grunde schade, dass es nur noch jetzt Januar hier in Hamburg ist. Aber, ist not sponsored, by the way. Ich wünschte, ich wäre von sowas gesponsert worden. Aber irgendwie in Osnabrück ist es da, nein, ne? Oberhausen. Nee? Am Oberhausen. Zentrum kommt das jetzt hin. In Oberhausen, genau, da im Zentrum. Da ist es denn und solltet ihr irgendwie mal Geld auf der hohen Kante haben, solltet ihr es definitiv mal machen und euch mal geben, weil das ist echt ein wunderschönes Stück. Und solltet ihr damals nur den Film gesehen haben oder generell den Film kennen, ich bin jetzt mit dem Gedanken rausgegangen, es ist beides geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, so was fandst du davon? Wie fandst du so? Wie fandst du Tanz der Vampire? Ja, geil, wie soll ich es denn sonst finden? Yay. Ich mochte alles. Ich mochte die Musik, ich mochte die Performance, ich mochte die Effekte. Herbert! Das war echt eine merkwürdige Situation. Ne? Weißt du, es gibt in dem Stück, um das mal kurz zu spoilern, eine ziemlich sehr schwule Aktion. Und die beiden sind total am Rumhypen und ich sitze da und nehme so, well, that just happened. Das ist gerade passiert. Aber trotzdem, es ist ein unglaublich geiles Stück. Darf also komplett und generell von der Musik her, von der Bühnenshow her. Und solltet ihr irgendwie in Oberhausen oder in der Nähe sein, ne? Dann fucking gebt es euch. Oder... Und ich glaube, nach Oberhausen geht das, glaube ich, nach Stuttgart. Oder Stuttgart, ja. Wir in Hamburg kriegen jetzt da danach Mary fucking Poppins. Mary Poppins, auch nichts gegen Mary Poppins. Mary Poppins ist auch cool. Ich habe damals nie Harry Poppy... Harry Poppy auf Dings geguckt. Nirgendwo, überhaupt. Mary Poppins ist cool. Ich kenne nicht mal die Disney-Version davon. Das ist geil. Ich kenne die echt nicht. Ich habe nie... Ich habe nie Poppy Marins geguckt. Marilyn Poppins. Habe ich nie geguckt. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Auf jeden Fall, was Streams angeht, jetzt ab nächster Woche wieder regelmäßiger. Jetzt war ja gestern der Monopoly-Stream und ja. Jesus Christ, das war holy ja. Shit. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie... Wie 75 Leute irgendwie war Maximum? Maximum war glaube ich 71 nur. Stimmt, 71 Leute. Also zwischen 60 und 70 Menschies waren dabei. Es war nie unter 60 wirklich, glaube ich. So es war auch nie unter 65, glaube ich. Unter 65, das kann auch sein. Ich habe die Statistik jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, wir waren sehr häufig über 70 Leute für Monopoly. Für fucking real-life Monopoly. Auch wenn sich Leute angesprochen fühlen, wo sich Leute angesprochen fühlen dürfen, dass wir nicht nach Regeln gespielt haben, aber es ist das Monopol und Monopol hat keine Regeln, davon mal abgesehen. Eben. Das Monopol kennt keine Regeln, da gibt es nur Tote. Ich habe auch die Karte nochmal nachgeguckt, das war kein Schutzgeld, was Keks bezahlt hat, sondern Schulgeld. Ich habe nämlich fast schon mir gedacht, dass es in diesem Spiel kein fucking Schutzgeld gibt. Monopoly mit Mafia, das ist fucked up. Das ist fucked up. Keks, das ist fucked up. I don't care, ich musste Schutzgeld bezahlen, ich bin Kaiba. Das erklärt so vieles, was in dieser Runde falsch gelaufen ist im Grunde. Das erklärt so viel und wir machen hier gerade nebenbei Burger, also von daher. Leben könnte gerade nicht schöner sein. Auf jeden Fall, Streams jetzt ab dieser Woche wieder häufiger, ab morgen eventuell sogar schon wieder, muss ich noch mal gucken, ich habe aktuell jetzt mir keine Gedanken gemacht, wann ich was mache, deswegen, es kommt, wie es kommt, ihr kennt mich, dafür gibt es das Twitter da unten, World Wide Web, ich werde jetzt hier mit Keks und Käse Burger essen und dann, ja, wir uns auch noch mal Burger. Und dann werden wir Filme gucken und dann,
Wir hatten auch lieber Frühstück gehabt. Das wir hatten Frühstück, sodass Leon nicht auf einmal aus dem Gebüsch kommt und uns verprügelt. Deswegen ist es radikal wichtig. Sorry. Auf jeden Fall euch ein wunderschönes restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.